Okay. Ich möchte euch noch eine fortgeschrittene Baumvariante vorstellen, die in vielen Datenbanksystemen implementiert wird. Und das ist der B-Plus-Baum. Der B-Plus-Baum ist kein Binärbaum mehr. Dort wird nicht mehr vorgeschrieben, dass ein Knoten nur zwei Kinder haben darf. Der B-Plus-Baum kann mehr Kinder haben. Allerdings begrenzt man die Anzahl der Kinder. Auf eine gewisse Ordnung. Also der Begriff Ordnung wird benutzt, um zu sagen, was ist denn die Maximalzahl an Kindern, die ein Knoten haben darf. Nehmen wir mal wieder eine Menge von Schlüsseln, die wir in dem B-Plus-Baum jetzt mal abspeichern, damit ich euch mal zeigen kann, wie das funktioniert. Also nehmen wir mal an, die Ordnung wäre 2. Und wir hätten folgende Schlüssel, die wir abspeichern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben ja vorhin gesehen, dass der Binärbaum, ohne dass wir rotieren, einen sehr unbalancierten Eindruck macht, was das Auffinden von Elementen sehr schwierig macht. Und der B-Plus-Baum, der macht auch so eine Art Verarbeitungsoperation nach dem Einfügen, und das wird hier allerdings der Split genannt. Wir splitten allerdings immer nur dann, wenn die Anzahl der Elemente in einem Knoten die Ordnungszahl n überstiegen hat. Okay, dann geht's los. Wir packen die 1 in unseren Baum rein und erzeugen damit den Wurzelknoten. Jetzt packen wir die 2 in den Baum rein. Da wir in dem Wurzelknoten noch Platz haben, da zurzeit nur die 1 drin ist, können wir den zweiten Schlüssel auch in den Wurzelknoten packen. Jetzt kommt die 3 dazu. Die 3 würde ja hier hinkommen. Allerdings ist der Knoten leider voll. Wir haben gesagt, n soll gleich 2 sein. Also muss jetzt ein neuer Knoten angelegt werden, um die 3 aufzunehmen. Und hier passiert jetzt Folgendes. Es wird geschaut, welches Element in der Mitte steht. Das ist ja die 2. Und das Element in der Mitte, das wandert nach oben. Es wird nach oben abgestoßen. Und in unserem Fall gibt es über dem zurzeit existierenden Knoten keine anderen Knoten. Also macht das Element 2 einen neuen Knoten auf. So, das heißt,
Wir erschaffen für den Knoten 2, für das Element 2, einen neuen Knoten. Und wir haben, genauso wie beim Binärbaum, ich mache die immer zu klein, da können ja zwei Elemente jetzt rein. Wir haben links von der 2 unser Element 1 und wir haben rechts von der 2 unser Element 3. Eine Besonderheit haben wir bei dem B-Plus-Baum. Da haben wir nämlich das Element, was hoch wandert, das verbleibt auch in dem unteren Blattknoten. Also für alle Blätter gilt das, ein Element das hochwandert, verbleibt auch in dem Blatt, wenn es sich um einen Blattknoten handelt. Okay. Jetzt kommt die 4 hinzu. Wo würde denn die 4 reinkommen? Wir fangen wieder bei dem Wurzelknoten an und zu gucken, wo die 4 reinkommt. Hier ist der Wurzelknoten. Die 4 ist nicht kleiner als die 2, sondern größer. Also gehen wir nach rechts. Und sie würde hier in diesen Knoten reinkommen. Und blöderweise ist dieser Knoten immer noch voll. Und auch hier bestimmen wir wieder die Mitte. So, und die Mitte ist die 3. Und die 3, die wird jetzt wieder nach oben abgeschoben. Und sie wandert hier neben die 2. Und wir splitten diesen Knoten 2, 3, 4, also wo die 4 eigentlich nicht reinpasst, wieder in die 2 auf und in die 3, 4. Und das sieht dann so aus. Wir haben in der Wurzel jetzt die 3. Die kam da an. Wir haben links von der 2 wieder unsere 1. Hier unten, diesen Knoten, den haben wir ja gesplittet. Da haben wir jetzt also einen Knoten, der eine 2 trägt. Und einen Knoten, der die 3 und die 4 trägt. So, und wir haben jetzt 3 Blätter, also 3 Knoten auf der Blattebene und ein Wurzelknoten. So, und wir haben jetzt folgende Vorschrift hier, die ich einfach mal angenommen habe. Immer wenn es, Achtung, sie unterscheidet sich jetzt vom Binärbaum, immer wenn es kleiner ist, dann gehe ich nach links und wenn es größer gleich ist, dann gehe ich nach rechts. Also zum Beispiel, ich suche den Knoten auf der Blattebene, wo ich die 2 drin habe. Dann fange ich hier beim Wurzelknoten an. Die 2, die ich suche, ist nicht kleiner als die 2, also gehe ich nicht nach links,
Die 2, die ich suche, ist kleiner gleich als die 3. Also ist auf jeden Fall kleiner als die 3 und größer gleich 2, also gehe ich hier in die Mitte. Und dann habe ich hier die 2 gefunden. Wenn ich eine 4 suche, dann schaue ich in meiner Wurzel, ist die 4 kleiner als die 2? Nein. Ist die 4 kleiner als die 3? Nein. Ist die 4 größer gleich als die 3? Ja, also gehe ich nach rechts. Ist es für euch nachvollziehbar, wie ich jetzt rausfinde, wo denn in der Blattebene mein richtiger Knoten ist? Ist es für euch klar, dass ich dann nach links gehe, wenn es kleiner ist, und nach rechts, wenn es größer gleich ist? Also hier war die Operation, wir kriegen die 3 dazu. Hier war die Operation, wir kriegen die 4 dazu. Und das ist die Operation nach dem Split. Die Situation nach dem Split. Und jetzt kommt die 5 dazu. Ja. Also wenn ich die 4 suche, ich gucke mir die Elemente an, die Schlüssel an, die in dem Wurzelknoten sind. Und ich gucke mir an, wo ich die 4 dort einordnen würde. Ist die 4 kleiner als die 2? Nein. Also gehe ich weiter. Ist die 4 kleiner als die 3? Nein. So, dann habe ich keinen weiteren, also muss die 4 größer sein als die 3, also gehe ich nach rechts. So, also es gibt jetzt kein Szenario, wo die 4 auf 2 sein könnte. Nee, immer was rechts von diesen Schlüsseln ist, von denen die Unterzweige abgehen, das muss immer größer gleich sein. Ne? Und die 4 würde niemals in diesen Zweig reinkommen. Es gibt keine Möglichkeit, dass die da reinkommt, weil das würde das Ordnungskriterium verletzen. Okay, die 5 kommt neu dazu. Sie würde hier unten in den rechten unteren Bucket reinkommen. Und jetzt wird es lustig. Die 4 ist wieder unser mittlerer Knoten. Wandert also nach oben. Würde dann hier hinkommen. Und jetzt haben wir so eine Art Kaskadensplit. Jetzt ist die 3 der mittlere Knoten, weil die 4 sprengt den Wurzelknoten. Und damit würde also die 3 nach oben wandern. Ja, wir haben jetzt sozusagen kaskadierend, also immer erneut aufrufend, einen Split der Knoten, die auch einmal also Buckets genannt werden, weil einfach die Elemente, die aus den unteren Knoten rausgedrängt werden, nach oben weiter durchgereicht werden. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Also ganz oben haben wir jetzt als neuen Super-Root-Knoten die 3. Die 3 hat, weil dieser Knoten hier gesplittet wird, zwei Kinder, nämlich das Kind 2 und das Kind 4. So, unter dem Zweier hängt immer noch unsere 1 rum. Auf der rechten Seite der 2, da wird jetzt der Zweier-Blattknoten sichtbar.
abgelegt. So, dann haben wir unterhalb der 4 die Kinder von diesem Split hängen, wo also 3, 4, 5 nicht genug Platz haben, wird der gesplittet und da haben wir dann die 3 hängen und auf der anderen Seite die 4, 5. Mal es mal noch ein bisschen schöner. So, und ihr seht, es passiert nicht das, was wir beim Binärbaum hatten als Problem, dass wir einen total unbalancierten Baum bekommen. Der B-Plus-Baum, der balanciert sich automatisch selbst. Diese Split-Mechanismen sorgen dafür, dass der immer ausreichend balanciert ist. Ja? Der Vorteil von den Lösungen soll ja sein, wenn man bloß Datenmengen hat, dass man das dann schneller zu machen kann. Richtig, ja. Das ist ein Vorteil, den die Bäume generell haben, wenn sie ausbalanciert sind. Ich frage mich doch gerade jetzt bei dem System, da doppelt sich ja so einiges. Wenn ich jetzt viele Daten habe und dann doppelt sich vieles, dann habe ich ja noch mehr Daten. Das ist aber auch nicht gerade effektiv. Ja, wir haben... Weil ich habe die 2 doppelt, ich habe die 3 doppelt, ich habe die 4 doppelt. Also ich habe von 5 Zahlen habe ich 3 doppelt. Richtig, ja. Diese Bäume, die verzweigen sich ja immer tiefer. Also je mehr du da rein tust, desto weniger Doppelungen hast du. Das Einzige, was man sagen kann, dass alle Schlüssel auf der Blattebene vorhanden sein müssen. Denn im Unterschied zum Binärbaum haben wir in den Knoten selbst nicht die Objekte drin, sondern nur die Schlüssel. Denn die Objekte, die hängen unten dran. Also unter dem Schlüsselknoten 1 hängt das Objekt 1 dran. Unter dem Schlüsselknoten 2 hängt das Objekt 2 dran. Unter 3 hängt Objekt 3 und unter 4 und 5 hängt Objekt 4 und Objekt 5. Ich brauche beim Binärbaum auf der Blattebene nochmal jeden Schlüssel, damit ich dort die Objekte ranhängen kann. Das ist, beim B-Plus-Baum, richtig. Das ist der Grund, warum wir diese Redundanz an Schlüsseln haben. Aber je tiefer und verzweigter der Baum ist, desto weniger problematisch wird das. So, und wenn ich jetzt nach einem Objekt suche, was den Schlüssel 3 hat, ne, dann fange ich an bei dem Wurzelknoten. Wenn es kleiner 3 ist, gehe ich nach links. Da es größer gleich 3 ist, gehe ich nach rechts. Ich lande hier bei der 4. Wenn es kleiner 3 ist, gehe ich nach links, was der Fall ist. Also gehe ich nach links und jetzt bin ich hier angelangt beim Blattknoten. Da finde ich dann angehängt die Objekte, die alle zu dem Knoten mit dem Schlüssel 3 gehören. Hier zum Beispiel, da haben wir Objekte 4 und 5, die beim Knoten 4 und 5 dranhängen.
So, und ich hatte vorhin gesagt, dass wir die Bäume nutzen, weil diese es uns ermöglichen, dass wir abfragen, wie zum Beispiel, gib mir mal alle Personen, die nach 1980 geboren wurden, dass wir das effizient durchziehen können, diese Abfrage. Hat jemand sofort die Eingebung, was ich tun kann, damit ich diese Abfrage jetzt effizient durchziehen kann? Eine Sache fehlt noch, damit das wirklich funktioniert. Nehmen wir mal an, wir suchen jetzt mal alle Elemente, die größer gleich 2 sind. In der Struktur, so wie wir sie jetzt an der Tafel haben, müssten wir gucken, gib mir mal das Element zum Schlüssel 2, gib mir mal das Element zum Schlüssel 3, gib mir mal das Element zum Schlüssel 4. Das ist nicht wirklich schneller, als wenn ich eine Hashmap habe, wo ich auch die Keys durchwandere. Da hätte ich sogar noch den Vorteil bei einer Hashmap, ich wäre ja von einem Key zu seinem Objekt in einem Schritt und hier muss ich mich immer durch so einen Baum bewegen. Eine kleine Sache, die ich hinzufüge, würde das unglaublich performant machen. Sieht es hier jemand? Denk mal an die Schlange, die wir gebaut haben. Bei der Schlange hatten wir Vorgänger- und Nachfolgeknoten. Und diese bauen wir hier auch in den Baum ein. Und zwar auf Ebene der Blätter definieren wir immer einen Nachfolgerknoten und einen Vorgängerknoten. Und das machen wir über alle Knoten der Blattebene. Vorgänger und Nachfolger. Aber wirklich nur auf der Blattebene. Und jetzt ist es super einfach, weil jetzt kann ich sagen, okay, gib mir mal alle Elemente, egal wie tief der Baum ist und egal wie kompliziert der Baum ist, die größer gleich 2 sind. Dann mache ich zuerst die Abfrage, gib mir mal bitte das Element, was 2 ist. Wie kriege ich das raus? Ich fange in der Wurzel an, 2 ist kleiner als 3, also gehe ich nach links. 2 ist größer gleich 2, also gehe ich nach rechts, also bin ich hier jetzt schon auf der Blattebene angekommen. Ich gebe sofort das Objekt zurück, was dazu perfekt passt. Und jetzt, da ich eine größer gleich Anfrage habe, bewege ich mich einfach auf der Blattebene mit Hilfe der Zeiger zu den benachbarten Blattbuckets und gebe alle Objekte raus, die da drunter hängen. Und schon muss ich nicht mehr durch den kompletten Baum mich durcharbeiten, sondern ich kann jetzt nach und nach die Objekte auslesen und zurückgeben. Und das bringt den extremen Effizienzgewinn. Für den B-Plus-Baum. Und immer dann, wenn ich also Elemente geordnet abspeichern möchte, nach einem bestimmten Sortierkriterium, dann verwende ich die Bäume. Und es gibt einige Bäume, es gibt Hash-Trees, es gibt Hash-Sets, es gibt Tree-Maps, also ein Hash-Set ist kein Baum, Tree-Maps ist ein Baum. Die kann man dann in Java sich raussuchen, je nachdem, was man braucht. Möchte ich eine Abbildung oder möchte ich eine Menge haben, und wenn diese Elemente sortiert werden sollen, dann verwende ich dementsprechend die Datenstruktur, die in Java bereits implementiert ist.
Okay. Das war's.